Jesus sagt, eure Leben sind nicht vergeudet worden. 23. März 2016. Worte von Jesus an Schwester Claire. Der süße Frieden und die Weisheit unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Nun, heute Abend hat er mir eine Botschaft gegeben, dem Teufel einen Schritt voraus, um uns vor den Lügen des Feindes zu schützen. Das kommt gegen das Ende dieser Botschaft. Sofort im Gebet waren wir zusammen auf einer schwach beleuchteten Tanzfläche. Allein. Wir tanzten zu einem Anbetungslied. Kari Jobes Lied Beautiful, wunderschön, welches ein Meisterwerk der Intimität ist in der Anbetung. Ich trug mein Hochzeitskleid und zum zweiten Mal, seit ich auf Süßes verzichtete, fühlte ich mich völlig verbunden mit seinem wunderbaren Herzen. Es verschlug mir den Atem. Ich kam ins Gebet und fing an, ihn anzubeten, und es war, als ob er mich einatmen würde. Es war so süß und kraftvoll, und so gesalbt. Immer wieder schauten wir uns gegenseitig in die Augen und verloren uns darin. So viel Euphorie, einfach ein Hochheben von dem Boden in die Göttlichkeit seines Seins. Freudentränen rannen über meine Wangen. Ich war so gefangen und begeistert von der Liebe Gottes für mich. Er war so präsent für mich, fast wie wenn Ezekiel und ich tanzen. Und ich dachte, dies fühlt sich bekannt an für mich, wie ich es gefühlt habe in der Gegenwart meines Mannes, wenn er mich sehr rein an sein Herz hält. Und Jesus antwortete mir und sagte, ja, ich liebe dich, wie er es tut. Und ich dachte darüber nach. Mein Mann ist ein sehr gütiger und liebevoller Mann, und keiner hat mich jemals so rein geliebt wie er, fast zum Exzess, wenn man das sagen darf, wenn es möglich wäre. Er betet laufend über mich, er möchte bei mir sitzen in meiner Gegenwart, wenn wir zum Beispiel zusammen beten oder zu Abend essen. Da gibt es absolut keine sexuelle Leidenschaft involviert. Es ist ein tiefer Respekt, eine erstaunliche Anerkennung unserer Seelen, die uns mit Dankbarkeit überhäuft, aufgrund der Liebe, die wir füreinander empfinden. Und ich fühlte dies heute Abend mit Jesus und er bestätigte es. Ja, ich liebe dich, wie Ezekiel dich liebt. Ich lebe in ihm. Kannst du es fühlen? Jetzt, wo du es erwähnst, Herr, ja, ich kann es fühlen. Ja, es ist meine Gegenwart in ihm, welche dich verehrt, und meine Gegenwart in dir, welche dich so über ihn fühlen lässt. Das ist die Art, wie ich die Ehe beabsichtigte zu sein. Das ist, warum das sexuelle Verlangen in den Hintergrund tritt, wenn man älter wird. Und was hervorkommt, ist eine außergewöhnliche und heilige Liebe zueinander. Das ist es, warum es so wichtig ist, den richtigen Mann zu heiraten, damit man in den späteren Jahren die feineren Dimensionen der Liebe genießen kann. O Jesus, ich könnte die ganze Nacht so verbringen. Ich auch, antwortete er. Heute Abend hast du vielleicht einen flüchtigen Eindruck bekommen, wie sehr ich dich liebe. Ja, ich glaube schon. Mein Herz ist wirklich ganz ruhig.
Er sagte, wir üben für unseren Hochzeitstanz. Fühlst du nicht, wie nahe es ist, Claire? Ja, Herr, ich fühle es wieder. Er fuhr weiter. Unsere Zeit ist so nahe, meine Liebste, so nahe, und jedes Versprechen, das ich jemals gegeben habe, werde ich tatsächlich erfüllen. Du musst nur deine Hand am Pflug halten und den Boden für die Samen vorbereiten. Dann kommt die Ernte, aber jetzt arbeitest du wirklich immer noch in den Feldern. Und an jedem Tag, der vergeht, bringst du mehr Fische herein. Glaube mir, da gab es eine wunderbare Ernte von diesem Kanal, aber nichts im Vergleich zu dem, wie es sein wird, wenn du gegangen bist. Dann wird es aus den Nähten platzen. Ich wollte dich beruhigen, dass du auf der richtigen Schiene bist. Ganz egal, wie viele Verurteilungen auf dich geschleudert werden. Herr, was ist auf deiner Seele heute Abend? Nun, ich möchte über die kommende Ernte von Seelen sprechen. Ich möchte all meinen Bräuten auf diesem Kanal versichern, dass das, was sie gesät haben, während sie auf dieser Erde waren, eine immense Ernte einfahren wird. Es ist schwierig für euch, die Auswirkungen zu sehen, welche euer heiliges Leben auf jene haben wird, die euch gekannt haben. Es reicht zu sagen, dass wenn ihr es eines Tages sehen werdet, dass ein heiliger Schock einsetzen wird. Jesus tat dies durch mein armes, kleines Leben. Die Leiden der Verfolgung, der Arbeit und Enttäuschung werden weiterfahren, die Konvertierungen voranzutreiben. Das sind riesige Gnaden, die darauf warten, auf Seelen abzusinken, die für die Konvertierung vorbereitet wurden. Stellt euch die Ölfelder vor. Die Farmer hatten eine solch harte Zeit, von dem Getreide zu leben. Und dann tröpfelte eines Tages jenes schwarze Zeug aus dem Boden. Zuerst war es ein Ärgernis. Aber als die Erkenntnis einsetzte, wurde es als reines, schwarzes Gold angesehen. Erinnerst du dich an den Traum, den Ezekiel hatte, über das Grundstück in den Bergen? Du meinst jenes, wo es Edelsteine gab, die direkt unter dem Boden lagen, und jedes Mal, wenn wir etwas brauchten, war alles, was er tun musste, den Dreck zur Seite zu schieben und einen wertvoll geschliffenen Edelstein einsammeln. Ja, jener Traum, du hast seine Bedeutung damals nicht gekannt, aber jetzt kennst du sie. Alles, was du gelitten und erlebt hast auf jenem Berg, war ein Opfer für mich, welches jetzt in diesen Tagen Früchte trägt. Genauso wie alle Leben, die mir hingegeben wurden und jetzt trostlos erscheinen, werden anfangen zu blühen in der großen Ernte. Das ist, warum ich euch gesagt habe, dass ihr nicht auf die Resultate schauen sollt. Seid einfach nur mir treu und macht alles, was ihr in euren Herzen wisst, dass ich euch gerufen habe zu tun. Jene, die auf Resultate oder Belohnungen in dieser Welt schauen, sind schnell entmutigt. Aber jene, welche nur nach der Belohnung suchen, mich glücklich zu machen und meinen Willen auszuführen, sie werden reichlich belohnt werden von der Ernte der Seelen, die durch ihr Leben angetrieben wurde. Wird nicht gesagt, dass das Blut der Märtyrer der Same der Kirche ist? Nun, viele haben ein weißes Märtyrertum erlitten. Sie haben nicht gesehen, was ihre Opfer erreicht haben.
Ich wünschte es euch allen zu sagen, auch wenn ihr die Ernte nicht seht. Eure Leben waren nicht sinnlos. Ihr werdet das am Ende sehen. Die einfachen, unerkannten, betenden Ehefrauen und Männer werden außer sich sein vor Freude, wenn sie sehen, was ihre Gebete bewirkt haben und die Positionen, welche ich ihnen im Himmel zuweise. Jene, die treu gewesen sind mit dem, was ich ihnen gegeben habe, werden eine Beförderung bekommen, die buchstäblich himmlisch ist. Ja, alle, die für mich gearbeitet haben, werden außer sich sein vor Freude. Während wir uns der Zeit eurer Abreise nähern, möchte ich nicht, dass eines von euch in Verzweiflung gerät, dass euer Leben wertlos gewesen sei, nur weil ihr nicht ein großer Evangelist oder berühmter Pfarrer gewesen seid. Bedeutet nicht, dass ihr nicht einen Obstgarten voller Früchte habt. Versteht, dass es die Untermauerung eurer Gebete ist, welche verantwortlich ist, dass jene eine riesige Ernte einfahren. Wenn ihr eine Wiederbelebung begleitet, wie sie Billy Graham organisiert hat, und ihr einen jungen Mann seht, der nach vorne geht, um mich zu empfangen, dann seid euch bewusst, dass es das Gebet der Mutter ist, welche jenen jungen Mann in mein Königreich gebar, nicht Billy Graham, der auch seine Salbung bekam aufgrund der Gebete von anderen. Er war gesalbt, um die Netze auszuwerfen, aber es war die Strömung im großen Ozean, die geopferten Gebete und Bitten, welche sie in das Netz zogen, zur richtigen Zeit. Dies wird so missverstanden auf der Erde, aber in meinem Königreich wird es leicht erkannt. Das ist, warum so viele, die den Himmel besuchen, so erstaunt sind über die einfachen Menschen, die erhöht wurden in Positionen großer Autorität. Ich habe die Herzen meiner Bräute beobachtet, wie sie verwandelt sind in ganz ähnliche Herzen wie mein eigenes. Ich habe ihre Wunden gesehen, die Verachtung, die Zurückweisung und die Vergebung. Und ihre Herzen sind meinem so ähnlich. Viele suchen nach einer Königin, aber ich suche nach einem Diener. Ich bin ein König, aber ich kam als Diener. Dies ist, warum die Braut ihrem Bräutigam ähnlich sein muss. Denkt nicht, dass Ruhm und Einfluss euch in den Himmel folgen werden. Nein, es wird von eurer Person entfernt werden und alles, was bleiben wird, ist die Güte und die Gebete, die ihr für die Bedürftigen dargebracht habt. Alles, was ihr geopfert habt in euren Liebesarbeiten für mich, wird leuchten, wie die Mittagssonne. So groß wird die Pracht eurer Herrlichkeit sein, dass einer von der Erde euch nur mit großer Schwierigkeit in der Lage sein wird zu sehen. Dies ist die spezielle Belohnung meiner Anonymen, deren einziges Motiv die Liebe war. Ich sage euch diese Dinge, um euch zu stärken und zu ermutigen, denn wie ich es euch gesagt habe, da wird es viele Angriffe geben gegen euch, gegen euer Vertrauen und eure Hoffnung in mich in den kommenden Tagen. Erinnert euch an diese Botschaft und haltet sie nahe zur Hand, damit ihr darauf zurückgreifen könnt, um die brennenden Pfeile des Feindes zu löschen, die versuchen werden, euch in die Verzweiflung zu ziehen, bevor ich komme für euch. Viele von euch sind schwach und ihr braucht diesen Trost. Haltet euch daran fest, lest es, wenn die Versuchungen kommen. Da gibt es jene von euch auf diesem Kanal, die im Zentrum meines Willens gestanden sind, über Jahrzehnte, und doch hat euch der Feind von etwas anderem überzeugt
Und jetzt, wo ihr alt geworden seid, blickt ihr auf eure Leben zurück, als ob es keine Früchte getragen hätte. Wie falsch ihr liegt! Euer guter Wille und eure Hingabe für mich, auch wenn ihr vielleicht am Dienen gehindert wurdet, hat Tausende von Seelen ins Netz gezogen. Ja, Tausende von Seelen. Ihr werdet es sehen und jubeln. Zum Schluss, lasst nicht zu, dass euch irgendetwas Angst macht oder entmutigt oder eure Leben verurteilt. Wenn ihr mich mit eurem ganzen Herzen geliebt habt, habe ich alle Dinge genutzt, welche ihr ertragen habt, um mein Königreich mit Seelen zu füllen. Jubelt also sogar über eure Fehlschläge. Wartet einfach, bis ihr seht, was ihr erreicht habt für mich.